Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der Goodiebox. Das ist einmal diese hier aus dem Monat Juni. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox kommt aus Dänemark, kostet mich 19,95 pro Box und pro Monat, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ein Lucky One Box oder so Abo abgeschlossen oder Classic One Abo abgeschlossen habe. Es gibt auch unterschiedliche Abo-Varianten, aber ich habe halt monatlich 5 bis 7 Beauty-Produkte hier drin für einen mit einem Wert von 70 Euro und da kostet das monatlich 19,95. Man zahlt, glaube ich, auch irgendeinen Energiezuschlag, ne? Und ja, schönes Design, Schubladendesign, kommt aus Dänemark und die erste Box, die ihr abonniert, wenn ihr sie abonnieren solltet, wäre die Welcome Box und die verlinke ich euch mal im i, schaut gerne mal vorbei, genau, weil die erste Box, die man bekommt, ist die Welcome Box, man zahlt da auch irgendwie ein bisschen weniger für, irgendwie nur die Hälfte und bekommt einen mega hohen Warenwert. Ich habe eben geschaut, 177 Euro ist da wohl dieses Mal drin, mega cool und ich habe jetzt einfach mal die Schublade hier rausgenommen. Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass wir diese warmen Worte bekommen mit einem Flyer und so. Da war, ach, das am Anfang, als die Goodiebox nach Deutschland kam, ich habe echt teilweise geheult, wenn ich diese Flyer gelesen habe. Für mich halt auch so Herzenswärme, ne? Und das war halt immer so ein bisschen Motivation, die man mit der Box bekommen hat. Jetzt haben wir leider nur so einen Flyer, wo hinten drauf ein QR-Code ist und wenn du den scannst, dann kommst du leider mit dem Handy auf die Seite, wo nichts steht. Da steht nur, es tut uns leid, dass du hier nichts siehst. Dann habe ich hier einmal den Inhalt der Box und mach mal auf, es riecht sehr, sehr angenehm heraus. Oh ja, riecht wirklich super angenehm und ich glaube, es liegt an diesem grünen Produkt, was da drin ist. Wir haben hier 5 Produkte drin und das hier ist doch die. Ja, das ist Mums with Love Repair Cream. Pure Products for Children and You. Ach was. Made in Denmark with Love and Care for Family and Nature. Das ist ja cool. Eine SOS-Creme, die in trockenen Bereichen Feuchtigkeit und Nährstoffe spendet. Das finde ich cool. Ich muss mich halt mal informieren, ob das auch ein Produkt ist, was ich dann für mein Baby nehmen könnte. Das glaube ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Recycling-Tube. Aber hier, doch, 100 Milliliter sind hier drin. Das finde ich interessant. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Mums with Love ist die Marke. Das finde ich wirklich schön. Das riecht so toll. Ich weiß gar nicht, wonach riechst du? So ein bisschen wie jemand, wo ich als Kind halt öfters zu Besuch war, die im medizinischen Bereich gearbeitet hat. Es war eine Heilpraktikerin, ne? Riecht mega angenehm. Oh, mag ich gerne den Duft, muss ich wirklich sagen. Und Leute, es ist zu warm. Ich muss leider meine Haare schließen. Ich weiß, offene Haare ist viel hübscher, aber draußen sind es 30 Grad. Hier drin nochmal viel, viel wärmer. Und dann mit den Lichtern und so, mir ist das einfach zu warm. Das kriegen wir hin, ne? Ja, dann haben wir jetzt einfach mal ein paar Videos mit Bommel. Ist wie es ist. Ich habe eben ein Video mit Haare offen gedreht. Das war ein heißes Video. Ich habe mich ein bisschen in Rage geredet, kann ich euch irgendwie mal verlinken. So, kommen wir zum nächsten Produkt von Mario Badescu with Hazel, Witch Hazel. Was war nochmal Witch Hazel? Keine Ahnung, vergesse ich immer wieder. Und Rosenwasser, es ist ein Toner mit 59 Millilitern. Sowas mag ich gerne leiden, Toner mache ich mir dann gerne, nachdem ich mein Gesicht reinige und bevor ich mein Serum und so weiter auftrage auf das Gesicht, ne? Cool. Dann haben wir von Model Co. ein Instant Radiance Light Reflecting Skin Perfector Luminous Sand. Ist das ein Concealer? Dann hatten wir den aber schon mal. Okay, ja, den hatten wir schon mal. Ja, den müsste ich sogar noch haben. Der ist mir nämlich zu dunkel. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht als Foundation oder so. Weil mittlerweile wird er mir sogar als Foundation passen, ne? Mal gucken. Ich glaube, in einem Full-Face-Beauty-Boxen hatte ich den auch wirklich mal als Foundation getragen. Mal schauen. Ich glaube, der wird aber eher weiter wandern, weil ich habe den ja schon mal aussortiert, ne? 9 Milliliter sind hier drin. Jo. Dann habe ich hier noch was für die Haare mit am Start von Gold. 10-in-1, 75 Milliliter. Das ist ein bei feuchtem Haar Sprayer. Was ist das denn jetzt? Gold Hair Care. Da steht nur 10-in-1 drauf. Aber ich weiß nicht, was für 10 Sachen das machen soll. Wahrscheinlich Haare pflegen, stylen, Hitzeschutz. Weiß ich nicht, irgendwie sowas. Vielleicht dann auch noch Volumen oder sowas und Glanz.
keine Ahnung, steht wie gesagt nicht drauf, es steht nur die Anwendung drauf. Und da ich ja leider nicht auf das Heftchen zugreifen kann, kann ich das gar nicht so beantworten. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Ja, wird weiter wandern, weil ich keine Haarstyling-Produkte verwende. Also bislang zwei bleiben, zwei gehen weiter. Und dann haben wir noch was drin, was den Preis jetzt mal so richtig in die Höhe treiben wird. Aber das werde ich mal ausprobieren. Von Avant. 50 Milliliter Glycolic Titanium Serene Glycerin Arginin Tyrosin Age Nutri Revive Glycolic Acid Vivifying and Firming Body Treatment. Also das sollst du deinen Körper mit bearbeiten können. Ich weiß nicht, ob das als Peeling dann quasi, hier Massage onto clean skin all over the body, paying more attention to dry areas. Nee, das lässt du dann wohl drauf. Ach was, mit Glykolsäure? Da muss man dann halt schon so ein bisschen firm drin sein. Also das würde ich, weil es halt eine Säure ist, erstens nur abends verwenden. Am Morgen dann auch, danach definitiv Lichtschutzfaktor. Und erst an einer unauffälligen Stelle, um zu gucken, ob die Haut das verträgt, weil meine Haut ist halt sehr sensibel. Ne? Wird aber ausprobiert, da kann ich euch dann mal was von berichten. Ja, 3:2. Die Box hat auf jeden Fall mehr Ja's als Nein's von mir bekommen. Und eigentlich würde ich das auch behalten am Model Co. Ne? Dann wäre es ja auch echt ein guter Schnitt. Für 19,95 ist okay, aber ich habe jetzt hier keinen Wow-Effekt. Also das klar, das riecht gut. Das finde ich irgendwie ganz fancy, Moms with Love gedönsen. Aber war jetzt kein Wow-Effekt bei der Box mit dabei. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Und ihr könnt mir das aber auch gerne schreiben, wenn ihr es genauso seht wie ich. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.